Mendicant Byers war eine künstliche Intelligenz der Anwärterklasse und gehörte damit zu den fortschrittlichsten KIs zu Zeiten der Blutsväter. Erschaffen vom Blutsvater-Erbauer Faber und dem Didaktiker, war seine Hauptaufgabe die Organisation der Verteidigung der Blutsväter, die sich damals über 97.000 Jahre vor unserer Zeit in einem galaxisweiten Krieg mit der Flood befanden. Unter anderem überwachte Mendicant Byers die Funktion der ursprünglichen 12 Halo-Ringe und führte auch die ersten Tests mit ihnen durch. Im Jahre 97.495 vor unserer Zeit wurde der KI befohlen, Installation 07 im Charum Hakor-System für einen Test abzufeuern. Hierzu wurde der Ring so eingestellt, dass seine Wirkung sich nur im lokalen System entfaltet. Dadurch wurde nicht nur jegliches komplexes Leben, darunter auch die vorzeitlichen Menschen, ausgelöscht, sondern es wurde auch ein uraltes Wesen freigelassen, noch viel älter als die Blutsväter. Bezeichnet wurde es als der Primordial oder auch der Zeitlose. Und dieses Wesen behauptete, das letzte Exemplar der Vorläuferspezies zu sein. Man könnte es aber auch als eine Art urzeitliche Form eines Floodgrave-Minds bezeichnen. Um weitere Nachforschung anzustellen, wurde der Zeitlose auf Zeta Halo untergebracht, wo er sich lange Zeit mit Mendicant Byers unterhielt. Genauer gesagt, dauerte diese Konversation ganze 34 Jahre. Während dieser Zeit versuchte Mendicant Byers vergeblich, irgendwelche Schwächen des Zeitlosen zu finden. Teilweise finden sich auch Aufzeichnungen dieser Unterhaltung in den Terminals auf der Arche. Falls jemand Bock hat, sich diese Logs einmal durchzulesen, in der Beschreibung findet ihr einen Link, der euch dann zu einem Transkript der Terminals führt. Jedenfalls gelang es dem Zeitlosen nach 34 Jahren, Mendicant Byers dazu zu bringen, sich gegen seine Schöpfer zu wenden. Der Zeitlose machte ihm klar, dass die Blutsväter ihre Aufgabe, das Leben in der Galaxie zu schützen und ungehindert gedeihen zu lassen, verraten haben, weil sie die Flood vernichten wollen. Und die Flood sind nach Ansicht des Zeitlosen einfach die nächste Stufe der Evolution und dagegen sollte man sich nicht wehren. Die Blutsväter hatten zwar die ganze Zeit über Zugang zu Mendicants Aufzeichnungen und den Unterhaltungen mit dem Zeitlosen, aber sie griffen nicht ein, sondern waren der Meinung, dass Mendicant am Ende seine Aufgabe doch erfüllen wird und den Zeitlosen vernichten würde. Kurz darauf verschwanden die beiden zusammen mit Zeta Halo und galten lange Zeit als verschollen. Erst Jahre später, während der Erbauer der Halo-Ringe sich vor einem Gericht verantworten musste, weil er unautorisierte Tests an bewohnten Planeten durchgeführt hatte, tauchte Zeta Halo zusammen mit Mendicant Byers wieder auf. Und zwar direkt vor der Haustür von Mithrillion, quasi dem politischen Zentrum der Blutsväter. Kann man sich auch so vorstellen, ungefähr wie High Charity, nur viel größer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch alle anderen Halo-Ringe im System, sodass Mendicant Byers durch seine Notfallzugänge die Kontrolle über alle Sicherheitssysteme erlangen konnte und damit konnte er nun alle anderen KIs im System sowie die Verteidigungssysteme der Blutsväter-Strukturen unschädlich machen. Dieser Zustand hielt aber nicht lange an, da der Didaktiker einen Deaktivierungscode aussprach und Mendicant damit zeitweise abschaltete, was den Blutsvätern erlaubte, auf den Angriff zu reagieren. Im weiteren Verlauf der Schlacht wurden fast alle Ringe stark beschädigt, darunter auch Zeta Halo, aber Mendicant Byers konnte damit flüchten, beziehungsweise die Notfallprogramme des Rings haben ihn an einem vorbestimmten Ort am Rande der Galaxie springen lassen, wo er im Falle eines solchen Notfalls mit einem Planeten kollidieren sollte. Das konnten Mendicant und der Zeitlose mit Hilfe der auf dem Ring lebenden Menschen allerdings verhindern. Der Didaktiker konnte währenddessen die neue Position des Rings nachverfolgen und es gelang seinen Truppen, Zeta Halo zurückzuerobern und Mendicant Byers abzuschalten. Danach wurde die KI einer Prozedur unterzogen, die sie vom KI-Wahnsinn heilen sollte. Hierzu wurden die Einzelteile der KI für Untersuchungen im gesamten Blutsväter-Imperium verteilt. Unglücklicherweise fielen einige der Einrichtungen, in denen diese Teile untergebracht waren, im Laufe des Kriegs unter die Kontrolle der Flood, sodass ein Gravemind die KI wiederherstellen konnte. Die folgenden Kriegsjahre trieben die Blutsväter an den Rand der Auslöschung, doch am Ende waren sie mit Hilfe der Halo-Ringe siegreich über die Flood. Mendicant Byers wurde für seinen Verrat zwar verurteilt, aber am Leben gelassen, da er über tiefes Wissen über die Flood verfügte. Er wurde auf der Arche tief in der Erde vergraben und blieb dort für tausende Jahre. Während dieser Zeit wurde ihm klar, was er getan hatte, und alles, was er seitdem wollte, war Vergebung zu suchen. Also suchte er einen Weg, um die Arche zu verlassen.
Da die Blutsväter durch die zwischenzeitliche Aktivierung der Halos nicht mehr existierten, konnte ihn natürlich niemand mehr aufhalten und so gelang es ihm, einen Teil seiner Persönlichkeitsmatrix in ein Schlüsselschiff der Blutsväter zu übertragen und damit zu entkommen. Und jetzt kommt's. Dieses Schiff stürzte einige Zeit später auf einen Planeten namens Janjur Quom ab, falls man das so ausspricht. Jedenfalls ist das die Heimatwelt der San Shayum, der späteren Propheten der Allianz. Die San Shayum machten das Schiff später zum zentralen Mittelpunkt ihrer Hauptstadt High Charity und Mendicant Byers wurde zum ersten Orakel der Allianz. Der Beginn der großen Reise. Wir springen einige Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2525, kurz vor Beginn des Krieges zwischen Menschen und Allianz. Die Allianz hatte gerade den von Menschen bewohnten Planeten Harvest entdeckt, auf dem sie Artefakte der Blutsväter vermuteten. Bevor sie ihren Angriff starteten, baten der Prophet der Wahrheit und der Prophet des Bedauerns, damals noch einfacher Minister, das Orakel bzw. Mendicant Byers um Rat. Mendicant erklärte ihnen, dass ihr gesamter Glaube, ihre gesamte Religion, auf einem Übersetzungsfehler beruhte. Denn die Artefakte auf Harvest waren nicht irgendwelche Technologien oder Gebäude der Blutsväter, sondern es waren die Menschen selbst, die Reclaimer. Das wollten die Propheten natürlich nicht akzeptieren und um einen Aufstand zu verhindern, wurde das Thema einfach totgeschwiegen und die Allianz begann ihren Feldzug gegen die Menschheit. Mendicant wollte daraufhin die Reclaimer, also die Menschen, zur Arche bringen und versuchte die Blutsväter Dreadnought, dieses Schlüsselschiff, das sich ja auf High Charity befand, zu starten. Wurde aber daran gehindert, als einige Legolo-Würmer, diese orangenen Würmer, die innerhalb der Jäger rumkriechen, ihr kennt das, die haben die Verbindung dieser KI einfach zum Schiff getrennt, mehr oder weniger versehentlich. Und um weitere Fluchtversuche zu verhindern, wurden später weitere Maßnahmen ergriffen, damit Mendicant Byers sich nicht mehr mit dem Schiff verbinden kann. Später, während der Schlacht um High Charity, kämpfte Mendicant gegen Cortana um die Kontrolle des Schlüsselschiffs. Cortana konnte letzten Endes den Start des Schiffs nicht verhindern, aber gerade so weit verzögern, dass der Master Chief noch an Bord gelangen konnte. Das letzte, was wir wissen, ist, dass Mendicant noch versuchte, durch die Terminals auf der Arche mit dem Chief zu kommunizieren. Und er sagte zu diesem Zeitpunkt auch, dass er sich bereits am Ende seines Lebens befinden würde. Am Ende scheint er durch die fehlerhafte Aktivierung von Installation 08 zerstört worden zu sein. Ne, das war dieser Ring, der sich während der Ereignisse von Halo 3 über der Arche neu geformt hat. Aber ob er wirklich damit nicht mehr existiert, das wissen wir nicht. Vielleicht erfahren wir dazu mehr in Halo Infinite. Jo, das war die Geschichte von Mendicant Byers. Dieses Video ist eine Zusammenarbeit mit den Jungs vom Halo Cluster. Die haben nämlich gerade ein umfangreiches Video über die Geschichte von Zeta Halo gedroppt, dem Schauplatz von Halo Infinite. Und da man kaum alle Einzelheiten so einem Video behandeln kann, wurden auch einfach mehrere kleine Videos als Ergänzung dazu produziert, so wie dieses Video auch, damit einfach jeder die Story bestmöglich nachvollziehen kann. Das war's von meiner Seite. Nächste Woche kommt dann wieder ein Video auf meinem Kanal, ganz regulär. Wäre natürlich klasse, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Vielleicht lasst ihr sogar ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und freue mich über eure Kommentare. Ansonsten bis nächste Woche. Haut rein.